Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer David. Und damit herzlich willkommen zu Part 8 von Let's Play New Super Mario Bros. 2. Ja Leute, im letzten Part haben wir Ludwig, den stärksten Sohn von Bowser, besiegt, obwohl der Kampf eigentlich ziemlich easy war. Und diesmal werden wir Bowser selbst mal wieder in den Arsch treten, um ihn endlich mal wieder eine weitere Lektion teilen zu dürfen. So. Oh mein Gott. Yo. Und die Musik schon. Okay. Mach. One up ist was Gutes. Okay, also hier fallen überall wieder. Oh mein Gott, what the fuck, Alter, volle Explosion. Okay, also wir dürfen uns ja nicht treffen lassen. Also Stein ist unzerbrechlich. Also so ein Steinbrocken können wir zum Beispiel nicht durchbrechen. Oh Gott. Komm doch, schnell, schnell, schnell. Ja, wow, und jetzt? Okay, komm, mach doch schneller. Oh Gott, wie soll ich das so schaffen? Alles klar. Okay, aber wir sind klein durchgekommen. Ja. Ist es verschwommen? Ist es verschwommen? Nein, ist es nicht. Ja. Und wie das ist immer alles verschwommen. Und das triggert mich. Triggert schon, wo man das verschwommen sieht und wo man es nicht verschwommen sieht. So sieht man das, glaube ich. Ja, so sieht man das gut in meinen Augen. So. Weiter geht's. Diesmal wieder Bohu-Schloss. Wer hat's gedacht? So. Und jetzt wieder diese Power Rate Gumbas. Die nenne ich übrigens Power Rate. Power Rate, vielleicht wisst ihr, was Power Rate ist. Ist ja so eine Art. Okay, ist kein Energy Drink, aber ist jetzt sowas. So ein blaues Getränk, kennt ihr bestimmt. Und die Gumbas sind ja eben auch blau, deswegen nicht die Gumbas. Okay, wo sind wir hier? Okay, erstmal bei dem fetten Buhu angekommen. Alles klar. Hey. Oh Gott, das wird mega verwirrend wieder. Gehen wir mal weiter. Geht's einfach nur nach rechts. Der Weg nach rechts ist das Video. Oh, dann rechts doch nicht. So. Und auf. Okay, wir sind in den Backrooms. Warte mal. Warte eine Minute. Und jetzt? Sollen wir es da nach hinten schauen oder waren wir da hinten? Aber. Warte mal. Aber. Das ist ein. Okay. Also. Passt. Perfekt. Perfekt, ja. So. Jetzt aber. Also diesmal die andere zu nehmen, oder warte. Was eigentlich, wieso gehe ich eigentlich, warte. Ich versuche mal jetzt. Also, ich kann einfach den Weg da gehen. Also viele Geheimgänge sind hier, bitteschön. Achso, wow, so eine für Starcoin. Wow. Und da hinten ist noch ein Gang. Irgendwas. Okay, da oben
ist nichts. So. Oh, schon rot. Okay, mein. Also wenn es dann da anfängt zu blinken, ja, dann muss es wirklich laden, aber. So, Luna, danke schön. Oh, ist da was? Ist da was? Nope, da ist nichts. Jetzt geht man da zurück. Südlich Backrooms. Okay, warte, hier war der zuletzt. Oh, da ist eine Tür. Okay. Oh. Okay, das ist gut noch geschafft. Wo sind wir jetzt? Die verarscht mich, oder? Die verarscht mich so safe. Ah, die ist dann wieder klein, oder was? Warte mal. Was ist, wenn ich den Weg gehe? Alles klar. Ah, ich brauche wahrscheinlich. Ja. So. Okay, da ist was. Ah. Weg. Verpistig. Oh, Junge. Ist Secret? Wahrscheinlich hat Secret von der Star Coin oder so. What the? Oh mein Gott. Und. Okay. Ja, das sind wirklich Backrooms, Leute. Das meine ich jetzt immer. Jetzt sind wir in so ein Level gekommen, wo ich sage, die Buhu-Level sind Backrooms, ja. Das ist so. Da ist wieder ein geheimer Schalter. Hier waren wir vorhin schon. Und dann gehe ich da und dann komme ich da wieder raus, nur in groß. Ja, ich wusste es. Ja, ich wusste es. Warte mal. Ich gehe jetzt dahin. Dann bin ich da unten. Wieder komme ich wieder klein raus. Dann gehe ich dahin. Dann komme ich unten groß wieder raus. Das klingt so falsch ein bisschen, weißt du? Ich komme wieder raus, weißt du? Als würde man so fett scheißen oder so. Okay, dann geht. Als ob. Wo? Was? War das jetzt gerade ein Wulachen davon? Hä? Okay. Was passiert, wenn man da drin ist? Okay, dann ich versuche mal dann nach oben zu gehen. Oh, da ist ja. Der letzte Starcoin, also Leute, ich glaube. Hey, okay, warte. Wall Jump. So. Sieht man, das ist verschwommen oder nicht? Das ist immer scheiße, wenn es verschwommen sieht. Und das tut mir, wie gesagt, wirklich leid. Secret Exit? Hä? Wieso Secret? Wow. Wird man jetzt Secret Exit freigeschaltet? Okay, schätze ich mal.
Überspringen wir halt ein paar Level rund. Ist das schlimm, Leute? Oder ist es nicht schlimm? Nee, ist es nicht. Kommt doch, wir haben das Display durch. Okay, jetzt sind wir hier bestimmt wieder in so einer Höhlengrube. Oh, die Underground-Musik spielt. Aber mit so mit Lava-Musik ein bisschen gewischt, oder? Wehe. Nein. Ich hab's geschafft. Boots. Oh mein Gott. Oh, der kommt noch Lava, wenn er das nach oben. Ja, moino. So. Dankeschön. Jetzt aber easy. Und es kommt noch dann. Oh, genau. Alter, die Scheiße liebe ich. Die Scheiße liebe ich. So, geschafft. So, falls ihr sowas hört, ja, ist mein Arm. Alter, Junge. Okay. Easy. Ganz einfach ein paar Level übersprungen. Hä? Wie siehst du das, Junge? Nee, Probleme. Achso, das war. Wow. Dankeschön für das Bild. Okay. Also, es geht nicht aus. Bleibt so. Oh, doch, das geht aus. Hä? Okay. Aber jetzt mal ehrlich, wie soll ich da nach oben, wie soll ich da nach oben kommen? Ja. Wie? Ach so, bruh, ich kann die einfach ausschalten. Lol. Ja, deswegen sind da auch so Aufrufezeichen da, oder? Ja. Ja, wie im letzten Part, da habe ich es auch gar nicht gecheckt. Aber jetzt schon mal check ich schon. Okay, direkt mal das Checkpoint. Das wird kein Problem. Null Problemo. Ist immer das verschwommen? Das ist immer gut. Bruh. Ja, sorry, ich muss einfach immer schauen, damit es gut ist. So. Oh, 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 oh mein Gott. Alter, oh, genau. Okay. Hä, wie easy war das denn? Was da? Kann ich da rein oder so? Ja, wollte ich machen. Kann ich da rein? Nee, kann ich nicht. Oh mein Gott, was habe ich das denn gemacht? Eigentlich wollte ich drüber spielen. Ich hätte schon Schiss, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, dass ich mir Schaden nehme. Und ein Riesenrad mit Dinosaurier. Oh nein, das ist richtig schwer. Boah. Komm her. Komm her, du Knecht. Easy. Ich war ein Riesenrad mit Dinosauriern. Das ist ein Problem. Alter, Nintendo, was habt ihr euch dabei gedacht? Wirklich, das ist so unlogisch. Also wirklich, die Ketten, so ein Kampf mit Bum Bum wäre besser gewesen, ja? Also hätte der Bum Bum in das Spiel eingefügt. Ja, wäre nicht schlecht gewesen. Respekt an dem Bruder. Nur noch zwei Level für uns. Hä, wie easy ist denn das? 14 Minuten. Oh, Leute. So ähnlich wie im DS-Teil auch, ne? Nur mit dem Unterschied, dass jetzt der Hintergrund lila ist. Oder war der im DS-Teil nicht mehr rötlich oder war der auch lila? Keine Ahnung. Ja, kann sein, keine Ahnung. Ja, aber. Es kommt, wir sind auf so eine Art Friedhof, oder? Und dass hier alles richtig weird verbaut ist.
Tanuki. Voll random, dass diese Fragezeichenblöcke einfach nur so eine Luft herum existieren. Die Rotbünzen brauche ich nicht. Habe ich nie gebraucht. Cut, cut, cut. So, Leute, sieht es wohl auch so aus, als ob ich es laden muss. Deswegen ist hier so ein grauer Kabel. Deswegen sind jetzt die LEDs hier im Hintergrund auch an. Ja. Perfekt. Und ja. Also gerade was easy, aber auf einmal kommt es so, blinkt es, ja, dann muss natürlich laden. Dankeschön, richtig nett. So, ja, Hauptsache geschafft. Ja, so, jetzt aber. Alter, vielleicht muss ich weiter zurückhalten, oder? Kann das sein? Kann das so sein? Nur, dass man das nicht kacke sieht. Das soll einen guten Winkel haben, ja. Och, nur alles verschwommen. Das fuckt ab. Junge, jetzt hör auf, verschwommen sein, ich schwör. Sorry, Leute, wenn das immer verschwommen ist. Ja, also ich will wirklich nicht, dass es verschwommen ist, aber ich kann halt nichts dafür, ja. Ich kann halt nichts dafür. Oh, okay, das sieht geil aus. Oha, tschüss. Und dabei muss ich... Oh mein Gott, das war echt knapp. Okay. Da irgendwas. Ich höre. So. Alles klar. Hui. Dankeschön. Ah, ich hab's nicht verloren. Aber ja, okay, das ist. Dankeschön. Dankeschön, ja. Bruder, wie soll ich es doch schaffen, ganz ehrlich? Aha. Der Part wird doch richtig... Ja, guck mal, wie schnell die auch direkt abfeuern. Jetzt komm her. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was diese Welt mit von mir will. Okay, warte mal. Okay, ich hab keine eigene Ruhe. Okay. Easy, bin noch groß. Alter, wie knapp das vorbeigeht. Bräh. Und ab dem Teil kann ich dann immer ab, ja? Ab dem Teil da. Okay, wieder groß. Das ist nur noch ihr Item. Bitte. Oh mein Gott, das wird sogar nicht. Wie geil. Aber ich glaube, Bowser meint es ernst mit uns, weil wenn er solche Statuen macht, die mich hier einfach nur abfacken, dann. Ich hab wirklich Bock auf Stress, wirklich. Ja, genau. Oh mein Gott. Cooles finales Level, by the way. Oder vorletztes Level ist ja, ja. Aber trotzdem, nice Idee. Gut durchdacht. Ich muss so machen, dass der nach oben kommt. Ach, komm schon. Und... Das wollen wir nicht das Ende. Bruh. Wie komme ich hier jetzt bitte hin? Oh mein Gott. Und. Bam. Geschafft. Easy. I did it. Oder we did it. Ja, nicht schlecht. Okay, das war ein bisschen unkreativ. Heavy random. Bum, bum, bum. Also im DS-Teil war das nice, ja, wo man dann gesehen hat, wie die Brücke auf der Lava so aussteigt.
Ja, aber einfach nur bumm, bumm. Wie unkreativ. Und die Augen leuchten noch direkt. Okay. Jetzt kommt das Finallevel. Hoffentlich wird das easy. Okay, doch nicht. Überall Feuer. Passt zu ihm. Oh mein Gott, yo. Oh mein Gott, what the fuck. Also wie oft haben wir Bowser eigentlich schon mal besiegt? Oft, oder? Insgesamt jetzt dreimal. Und das ist jetzt das vierte Mal. Aber wenn man so ehrlich darüber jetzt warte, wir haben ihn achtmal, also Mario 64 S, haben ihn insgesamt achtmal gegen Bomben geschmissen. Gegen Bomben. Ja, also erstmal in die Lava geschmissen, ja, das war das erste. Dann noch tief in eine Klippe runter. Dann achtmal gegen Bomben geschmissen. Ihn, was haben wir noch gemacht? Ja, ihn oft in die Lava fallen lassen, mehrere Male. Hat natürlich auch nicht geklappt. Dann ist er komplett overpowered gewesen, aber haben ihn geschafft, ihn zu besiegen. Er ist in so einen richtigen fetten Lavafluss reingefallen, ja, wo sogar noch ein Stein auf ihn drauf, auf seinen Schädel drauf gekracht ist, und er lebt noch immer. Alles klar. Hat er wirklich nicht genug? Ganz ernsthaft. Wie? Ja, ich schwöre, wäre ein Mensch, der wäre schon so safe tot, oder? Ja, ich schwöre, der hat sich irgendwas schon bestimmt gebrochen wegen uns. Und als ob er noch immer weitermachen will. Bowser, checkst du es nicht? Egal wie oft du versuchst, Peach zu retten, ja, oder egal, ich meine, egal wie oft du versuchst, Peach zu entführen und zu besiegen, es wird niemals hinhauen. Niemals. Wirklich. Ich sag's dir. Ganz ehrlich. Ja, wie willst du? Oh! Koopalinge. Hä? Die sind noch am Leben. Das sind alle. Okay. Ach, die versuchen. Ah, so. Das muss hier. Okay. Und einmal Foto, Leute. Peace. Dankeschön. Oh mein Gott. Das war knapp. Sales Bowser. Leute, das erinnert einfach an Wario, ne? Diese Mutter da. Okay. Okay, also müssen dann hinter so einem Brocken versteckt bleiben. Nein! Okay. Und jetzt run, lauf! Geschafft! Oh mein Gott, das ist die finale Tür. Und ist hier irgendwo ein Power-Up? Komm schon! Kein Power-Up. Nichts. Alles klar. Okay. Ah doch, hier ist was. Ist hier noch was? Okay, dann nehmen wir Tanukio und eine Feuerblume. Das passt. Tanukio, Feuerblume brauchen wir. Und... So, jetzt bleiben wir einfach mal hier. Das fühlt sich ein bisschen an wie in so einem Krieg, ja? Man rennt so rein in den Bunker, um sich sicher zu fühlen. Okay. Und da ist Bowser. Peach. Alles klar, wirft mit Hammer. Bist du ein Tor oder was? Okay, IQ 21, ja. Bist ja sehr klug, ja, Bowser. Sehr, sehr klug.
Nice. Und jetzt? Was im Käfig? Oh. Oh. Oh mein Gott, wow. Habt ihr gesehen, wie der so gezittert hat? Ich glaube, er ist extrem sauer jetzt. Okay, er geht voll. Okay, Mario ist abgefuckt. Mario ist abgefuckt. Ihr habt gesehen, wie er gerade extrem ausgerastet. Oh mein Gott. Oh. Die Kupferlinge. Okay. Und was passiert da unten? Alles klar. Sicher. Und das Video geht schon extrem lange. Ich sehe es, Leute. Ich sehe es. Oh mein Gott. So, dankeschön. Er haut halt die ganze Zeit in die Lava rein, damit es nicht wehtut. Storm. Leute, das Video. Okay. Leute, das Video geht ganze 26 Minuten lang. Leute. Nein. Das tue ich mir jetzt nicht an. Also, Leute, ich würde mal sagen, jetzt erstmal. Das war's mit dem Part. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns demnächst wieder, weil Part 9 wird nur noch aus dem Kampf zwischen Mario und Bowser bestehen, weil ich habe keinen Bock, wieder so ein extrem langes Video machen. Aber ich würde sagen, das war's mit dem Part. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns im finalen Kampf wieder. Bitte nicht vergessen, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein anderes Video auf diesem Kanal von dem coolen Dave verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao, euer cooler David.